Wir sind auch noch das Lösungswort von gestern schuldig und das war Bundesrätin. Ich habe einen 16-jährigen Sohn. Mhm. Dort ist das etwa mal ein Thema. Mhm. Aber ich gehe schwer davon aus, einfach rein aus der Beobachtung. Also man sollte schon nicht, oder? Man sollte nicht. Das ist schon etwas, was man nicht... Es ist aber schon am Kommen. Nicht einfach im Kiosk kaufen oder so. Ja, es ist am Kommen. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit diesem Begriff? Ja, also... Ja, also nicht, ja. Du hast gelacht. Ja, ja. Ah, dann bist du dann auch noch so hinter den Bäumen. Hinter den Bäumen geht man. Und lachen und später hat man Hunger. Ja. Das ist wirklich so. Wie angeschossen. Ja, wirklich wie angeschossen. Also Durst hast du aus der Flasche getrunken. Das hat machen wir das ist eigentlich, haben wir auch schon Gläser oder, für solche. Und du hast mir nicht wahnsinnig gefallen, muss ich sagen. Mir schon. Aber... Ja. Was wir jetzt noch brauchen, ist eure Lösung. Und hoffentlich ist sie richtig. Schreibt sie einfach unten in die Kommentarzeile. Es gibt ganz viele Sachen zu gewinnen. Zum Beispiel eine Dorfführung durch Grosshochstädten zusammen mit dem Hans-Jörg und der Margrit. Oder Billett an die Premiere im Gemeindesaal zu Grosshochstädten vom Experiment Schneider von dieser dritten Staffel. Und die grosse Kinopremiere, die wird auch verlost. Da gibt es auch Billett. Die ist dann in Bern im Kino Rex. Wir drücken euch die Daumen und viel, viel Glück. Danke fürs Mitmachen. Das sind Herr und Frau Schneuli. Sie kommen im Fernsehen und sie sind enorm stolz drauf. In jeder Folge erleben sie etwas Neues.